Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück bei Elex 2. Hi! Hi Darius. Warum quatschst du mich an? Willst du nicht die Stadt ansehen? Was? Keine Kontrolle? Hör zu, ein lila Arsch hast du nicht. Bestechen brauchst du mich nicht und mehr sagen muss ich nicht. Also schwör ab. Na dann. Grüß ein paar Miezen von mir. Ach ja, das hätte ich fast vergessen. Hier, dein Spielgeld. Du schenkst mir Elixit? Einfach so? Ich nicht. Hector hat angewiesen, dass jeder Besucher einen Beutel kriegt. Muss wohl besoffen gewesen sein, als er das entschieden hat. Kannst dich ja bei ihm bedanken, nur musst du dafür deinen Arsch in den oberen Distrikt bekommen. Und der ist abgeriegelt. Mhm. Ich suche Viper. Erwartet er dich denn? Nein. Wo steckt er? Kein Plan. Bewegt seinen Arsch selten raus. Kannst froh sein, wenn du ihn nicht findest. Der ist eine Nummer für sich. Schön, schön. Danke für nichts. Aber danke fürs Elixir, das ist nett. So, jetzt muss ich... Wir haben den damals auch nicht gefunden gehabt, was ein bisschen komisch war. Unästhetisch, verdreckt und chaotisch. Nicht alles, was Menschen schaffen, ist erstrebenswert. Richtig. Der Söldner. Hey. 100 Splitter für einen Tag. Ab einer Woche gibt's Rabatt. Das Risiko trägst du. Keine Entschädigung bei Unfällen. Aha. Und was genau verhandeln wir gerade? Bei dir muss ich wohl von vorn anfangen. Ich bin der Typ, der dich unsterblich macht. Trägst du nicht ein bisschen dick auf? Ich saufe, rauche und hab mehr Kerben auf der Flinte, als ein Reißer Zähne hat. Trotzdem stehe ich hier und atme. Also, kommen wir langsam ins Geschäft? Nein. Nein, geh weg. Irgendwann vielleicht, wenn ich genug Geld habe, aber so. Raus! Sorry, genau. Echt? Mach, dass du Land gewinnst. Ja, mach, dass du Land gewinnst. Ich habe keine Ahnung. Warte. Es gibt da so ein tolles Ding, das heißt einfach Quest markieren. Oh, scheiße. Du siehst nicht aus, als ob du mir helfen könntest. Wird das schon auf der Map markiert? Was war gerade jetzt los? Zarek? Okay, wir müssen die Leute wirklich durchbefragen. Meine Aufmerksamkeit wird woanders gebraucht. Wir sehen uns später. Hi, Mick. Kannst du mir sagen, wo ich Viper finde? Viper? Kenne ich nicht. Schon klar. Wie viel verlangst du? Hast du was an den Ohren? Ich kenne ihn nicht. Mein Fusel ist alles, was ich dir anbieten kann. Wow. Beibringen. Nur mal kurz gucken. Chemie. Das wollte ich sowieso mal lernen. Weißt du was? Ja, gib her. Zack. Danke. Wir haben ja noch ein paar, glaube ich, Elex-Trinke. Hier, ein Lernpunkt. Bäm. Ah, nee. Ups. Was braucht der nochmal? Elex und Schwarzgebanner. Ist eigentlich fast nichts. 20, 40, 60. Wir können fast 4 Stück davon herstellen. Und es wären einfach mal 4 Lernpunkte. Einfach so, zack. Hier gibt es jedes Mal 500 Erfahrungen. Das ist okay. Und hier kriegen wir einen Attributspunkt. Da könnten wir 7 Stück. Das ist jetzt nicht der Hammer. Also die Lernpunkte lohnen sich echt am meisten. So, wie sieht's mit dir aus? Hey, hey, nicht so schnell. Der Deal war, ich lass dich einmal hier rein. Du hast hier nichts mehr verloren. Also ab mit dir. Okay, der ist nicht so glücklich, dass ich hier bin. Kann aber auch einfach hier hochklettern. Ich sollte meine Kräfte besser einteilen. Okay, die Wache ist nicht so glücklich, wenn ich da oben bin. Ah, Mist.
Mist! Dann fangen wir doch hier unten an. Hier in dem Bereich muss noch einer sein, mit dem wir reden können. Du vielleicht? Nö. Du vielleicht? Nö. Was war das? Nur von mir aus. Er kann's mir sagen. Du, ich weiß es. Du kannst mir doch sicher sagen, wo ich Viper finde. Natürlich. Aber warum sollte ich das tun? Ich will nur mit ihm reden, das ist alles. Tut mir leid, aber nein. Glaube ja nicht, ich will ihn schützen. Für jemanden, der sich nur im Schatten verkriecht, habe ich keine Sympathie. Aber solange du seinen Namen nicht auf meiner Tafel findest, erfährst du auch nichts von mir. Berufsethos. Verstehst du? Verstehst du? Berufsethos? Verstehst du? Hä? Was ist los mit den Leuten? Ah, der Typ irgendwie, der hat was. Mann, wo ist eigentlich der Müllbaron? Ich vermisse ihn. Bob. Hey, genau. Vicky. Du hast nicht zufällig Elix-Tränke, oder? Ah! Den nehmen wir mit. Danke. Haben wir davon schon einen? Null. Ja, komm, nehmen wir auch mit. Du kriegst von mir... Was kriegst du von mir? Wasser, nee. Haben wir irgendwas, das wir loswerden können? Wir haben schon lange nicht mehr gehandelt, gell? Hier, Ventilator. Wow, 800 Zigaretten. Hier, zack. Schon machen wir plus. Drei Besen können weg, die drei alten Lampen können weg. Tassen definitiv, die Teller auch. Bisschen Kohle machen. Wird aber auch mal wieder Zeit, jetzt mal ernsthaft. La 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 la. Eine Geldkassette nochmal. Ein Ring aus Plastik, den behalten wir jetzt mal. Klopapier, Blumentopf. Klebeband wollte ich auch noch behalten. So, wir haben super viele Chitin-Tanzer. Die geben echt viel Kohle. Kaufen wir mal 20 Stück. Zungen machen wir mau. 6 Stück weg. Zähne. Ja, so dass sie überall noch was übrig haben. Krallen. Oh, die sind gut was wert. Die Drüsen jetzt nicht unbedingt. Snabel ist gut was wert. Horn geht. Ja, ansonsten haben wir eigentlich alles, oder? So. Handel akzeptieren. Nicht Handel zurücksetzen, Handel akzeptieren. Zack. Das war okay. So, mit wem können wir dann jetzt reden? Hinten vielleicht irgendjemand. Reisender Händler, weißt du was? Hallo, Fremder. Zeig mal, was du so hast. Knüppel, Keule, einfaches Schwert. Ja, ja, ja. Granatenwerfer, 12.500. Du mich auch. Sichtende Dinge. Haben wir schon an? Klamotten haben wir auch schon alles gut an. Oh, verbesserte Rebellenhose, aber die ist mir zu teuer. Wie sieht's aus mit Tränken? Er hat einen Jetpack-Treibstoff noch. Aber tränkenmäßig, echt, bist du eine reine Enttäuschung. Keine Elex-Tränke, geh weg. Es war mir eine Freude, Geschäfte mit dir zu machen. Elex nehmen wir unbedingt mit. Tja, wo finden wir jetzt den, wo ich brauche? Das normale Outlaw. Du siehst aus... Nee. Hä? Also wenn Vicky das nicht war, der reisende Händler nicht, vielleicht sie. Ja. Ich suche einen Outlaw. Viper heißt er. Wirklich kennen tue ich ihn nicht. Ich bin ihm nur flüchtig begegnet.
Das war, als ich eine Audienz bei Baxter hatte. Er kam kurz nach mir rein, ist aber auch recht schnell wieder gegangen. Danach ist er mir nicht mehr unter die Augen gekommen. Oder ich habe ihn übersehen. Die Gassen sind so verwinkelt, da kann das schon mal passieren. Ich denke nicht, dass dir das hilft, oder? Nein, nicht wirklich. Trotzdem danke für die Auskunft. Hast du mir noch Elex-Tränke? Ich muss jetzt überall gucken, ob die Elex-Tränke haben. Rezept haben wir leider schon, haben wir auch schon. Nee, der Rest interessiert mich nicht. Aber danke. Es reicht mir, weil ich dadurch ein Quest-Symbol weniger habe. Also danke für die Info. Hallo? Nö. Du vielleicht? Nö. Hey! Lass mich in Ruhe. Nee, Ruhe. War mir schon klar. Falls ihr es verpasst haben solltet, hier nochmal. Was nun? Oben können wir nicht rein, ohne dass wir rausgeschmissen werden. Oh, da hinten haben wir noch allerdings. Hey, du. Hey. Was willst du schon wieder? Ich kenne dich. Ach ja? Ja. Du bist doch Jax. Diese Kalkleiste aus dem Norden. Der Kerl, der uns alle in den Konvertern versklaven wollte. Das ist schon lange her. Aber ja, ich bin Jax. Na und? Man sagt, du seist gut. Tut man das? Wenn ich mir dein Gerippe so ansehe, kann ich kaum glauben, was man sich über dich erzählt. Okay, mach's kurz. Was willst du von mir? Vielleicht gefällt mir deine Visage einfach nicht. Vielleicht sollten wir das mal mit deinem Boss durchdiskutieren. Ich glaube kaum, dass der sich für deine Visage interessiert. Ich habe keine Zeit für sowas. Dann wirst du sie dir nehmen müssen. Geh mir aus der Sonne. Ich glaube, ich poliere dir jetzt einfach mal die Fresse. Gratis. Dann komm doch her. Nur um mal zu sehen, was du so drauf hast. Schieß ihn über den... Oh. Du trägst Weichei. Speichern. Oh. Hallo. Immer diese Gewalt. Und jetzt? Was willst du mit deinem Gewehr, Mann? Was ist los mit dir? Immer diese Gewalt. Nice. Geh mal mit deinem Gewehr weg. Ich werde mir jetzt erstmal die Fresse polieren, ne? Die Fresse polieren. Nur ein Ausrutscher, weiter nichts. Vielleicht bist du dann in Zukunft ein bisschen vorsichtiger. Hätte ich dir gar nicht zugetraut, du Lackaffe. Für Typen wie dich gibt es hier im Krater keinen Platz. Besser für alle, wenn du gleich wieder verschwindest. Wirst du dafür bezahlt, dass du hier jeden anrannst, der dir nicht gefällt? Es geht dich einen Dreck an, was meine Aufgaben hier im Krater sind. Ich glaube, ich werde mich noch mal mit deinem Boss unterhalten. Du, was du nicht lassen kannst. Hauptsache, du verschwindest aus meinem Blickfeld. Wo finde ich Viper? Was weiß ich? Mehr als ich. Also. Hatte nur einmal mit ihm zu tun. Und da musste ich seinen Arsch vor Baxters Hütte setzen. Das ist doch alles, was ich dir sagen kann. Der Kerl ist ein Schatten.
Alles klar. Baxter? Du bist ja immer noch da, du Pfeife. Verpiss dich, aber ganz schnell. Nicht zu fassen. Was bist du eigentlich von Arsch? Weißt du was? Ich klau dir deinen Heiltrank. Lass das. Hör auf damit. Nee. Baxter, der zottelige Jäger macht Ärger. Er weigert sich, vernünftiges Fleisch zu besorgen. Seiner Meinung nach bezahlen wir ihn zu schlecht. Aber ich bin mir nicht sicher, ob wir das tun sollten. Ansonsten bringen wir ihn um und geben einem anderen den Job. Die zweite Option wäre zumindest meine erste Wahl. Dieser ranzige Fraß ist auf jeden Fall eine Beleidigung für jeden Darm. Raus, aber schnell. No, ist aber schnell. Muss. Mach das ja nicht nochmal. Ey. Oh. Na, du kannst mir sicher sagen, wo ich Viper finde. Ganz in der Nähe. Reicht dir das? Nein. Du musst schon deutlicher werden. Ich muss vor allem nicht die Auskunft spielen. Geh und frag die anderen. Muss ich mich bei dir für die Gastfreundschaft bedanken? Was denn? Ich weiß nicht, wovon du redest. Deine Schmeißfliege da macht ganz schön großen Wirbel. Tja, Bully mag keine Fremden. Schon gar nicht solche, die aus der Gosse kommen. Sagt der Kerl, der einen Schrottplatz sein Zuhause nennt. Man nimmt, was man kriegen kann. Komm, erzähl keinen Scheiß. Bully sollte mich doch aufmischen, oder etwa nicht? Ach, weißt du, ich habe eine große Verantwortung. Da muss ich genau wissen, mit wem ich es zu tun habe. Verstehe. Bist du jetzt schlauer? Was soll ich sagen? Du bist meinen Erwartungen nicht gerecht geworden, wenn ich ehrlich bin. Trotzdem glaube ich, dass du ein gefährlicher Mann bist. Und wo du sowieso schon weißt, dass ich Bully auf dich angesetzt habe, habe ich jetzt eine neue Aufgabe für ihn. Bully wird dein Aufpasser. Er wird dich von nun an auf Schritt und Tritt begleiten und dich beobachten. Was? Ich soll diesem Dreckskerl hinterherlaufen? Hast du nicht gesagt, du willst endlich mal wieder in den Außendienst? Schon, aber da war nicht die Rede davon, dass ich den Aufpasser für so einen Penner hier machen soll. Tu, was ich dir sage. Ich will, dass du diesem Kerl hier auf die Finger schaust. Typen wie du machen immer dann am meisten Ärger, wenn man sie frei laufen lässt. Ich hasse Überraschungen. Also, Bully wird dich im Auge behalten und mir Bericht erstatten, was du alles anstellst. Hey! Und was ist, wenn dein Ich will nicht, dass die die Gruppe verlässt. Gras beißt? Du solltest Bully nicht unterschätzen. Er ist mein bester Mann. Also sei froh. Er wird dir deinen Arsch retten, wenn's brenzlig wird. Und das gibt es gratis. Also, halt deine Fresse und verzieh dich. Ich hab zu tun. Alter! Halt bloß deine dreckige Schnauze. Ich will nichts hören. Das kannst du vergessen, so läuft das nicht. Wenn du schon an meinem Heck klebst, wirst du auch deine Pflichten als mein Waffengefährte übernehmen. Sonst kannst du gleich bei deinem Boss bleiben. Du Arschloch! Habe ich denn eine Wahl? Du hast den Duke doch gehört. Ich habe den Auftrag, dir zu folgen, und genau das werde ich auch tun. Also, wenn du mir schon hinterherlaufen musst, dann kannst du auch für mich kämpfen. Na, du bist ja mutig. Verlass dich aber nicht darauf, dass ich deinen Arsch rette, wenn es mal brenzlig wird. Das werden wir ja sehen, wenn es soweit ist. Okay, dann erkläre ich dir jetzt, wie die Sache läuft. Meine Waffengefährten haben einen Treffpunkt, und zwar in der Bastion von Caracas. Wenn wir also getrennt werden, dann geh dahin. Du
kannst froh sein, dass ich dir nicht gleich den Hals umdrehe. Sonst noch was? Ja, ja, schon kapiert. Ich brauche dich nicht mehr. Halte dich in der Bastion bereit. So, und jetzt halt die Klappe und mach, was du so machst, was auch immer das ist. Ich stehe einfach auf diese Stadt. Ja, ich weiß, der Müll quillt aus allen Ecken und es stinkt. Aber irgendwie stinkt es nach Heimat. Wenn du das sagst. Alter, jetzt haben wir. Die will ich doch gar nicht. Ich will meine andere Tussi zurück. Mann, du hast sie vertrieben mit deinem Scheißgetue. Jetzt muss ich auch noch mit Bulli rumrennen. Naja, vielleicht ist es bei den Outlaws auch besser so. Oh, naja, immerhin haben wir jetzt einen neuen Waffengefährten. Diesmal aber wird nicht gespart damit, hä? Aufgestanden wie immer, aber meine Splitter waren weg. Krass, aber verdammt viele in dem Fall, gell? Also die haben ja bestimmt auch alle wieder ihre eigene Quest. Das wird Blade. Wer bist du? Man nennt mich Blade, weil ich dich aufschlitze, wenn du zu viele dumme Fragen stellst. Was machst du hier? Was ist das für eine dumme Frage? Ich laufe mein Revier ab. Wenn du also keine Abgaben an mich zu zahlen hast, verzieh dich endlich. Du hast echt einen harten Schlag drauf, alle. Ja, bla bla bla. Ja, den hatten wir ja verprügelt, aber es bringt ja nichts. Also in dem Fall müssen wir doch hier hoch. Hi. Kumpel, für dich gibt's hier nichts. Ab mit dir. Wo finde ich Viper? Du suchst an der falschen Stelle. Hector will ihn hier nicht haben. Versuch es in den unteren Distrikten. Wieder nichts. Der Kerl ist wirklich schwer zu finden. Irgendjemand muss etwas wissen. Ah! Du. Nein. Was meinst du, wie es hier mal aussah? Du meinst, bevor der Meteorit hier runtergekracht ist? Der ganze Krater halt. Ich wette, es sah hier richtig scheiße aus. Dir ist die zerstörte Landschaft also lieber als eine heile Welt? Stell dich mal nicht so an. Komischer Typ. Der Typ ist so strange, Alter. Ich glaub's aber nicht, dass der jetzt zu uns gehört. So, wo finden wir Viper? Ich mag ja den Namen Viper, aber nicht im männlichen Sinne. Ist für mich ein Frauenname. Hi. Ich habe jetzt keine Zeit für dich. Ich will dich. Ich habe das da oben genau gesehen, ja. Ich habe genau gesehen, dass da ein Dings liegt. Ein Treibstoff, von dem werde ich mir holen. Ab. Eins Geld. Geil. So, was machen wir jetzt? Irgendjemand muss doch wissen, wo der ist. Also doch, du. Nein. Eins noch. Auch wenn du in der Stadt dein eigener Herr... Ja. Nicht, dass es mich jucken würde, dir die Fresse zu polieren, aber das muss ja nicht sein. Muss ja nicht sein. Also, viel Spaß. Krass, was ist denn das für Wachen? Was bist du für ein Händler? Willkommen. Was hast du so? Hast du Tränke? Nein. Ja, normale nur. Breitschwert. Wow, Breitschwert. 4000. Ah, das ist aber geil. Das ist sehr geil. Was tragen wir eigentlich aktuell? Rein ein Interesse, gutes also. Geschäft. Wenn du wieder mal was brauchst, komm einfach zu mir. Ja, ja, ja. Vicky. Mann! Der muss ja irgendwo hier sein. Der Sack. Wovor kriegt er sich die... Ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber ihr wisst, was ich genau sagen will. Diese... Oh, geil. Geschützmunition. Oh, geil. Geschützmunition. Oh, nein. Ja, 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 ja. Oh, schön. Bild. Oh. Bild von Pinguin.
Das war wohl nichts. Hä? 1, 2, 3. Danke. Beschädigtes Lasergewehr nehmen wir gerne mit. Gewöhnliches Outlaw, Energie. Tja. Also für so eine kleine Truhe, die hier random steht, ist es echt gut gewesen, was da drin ist. Kann ich mich echt nicht beschweren. Ja, ich benutze die Leiter wie jeder normale Mensch. Dietrich, ein paar Plasmazellen und ein Heiltrank. Da oben steht einer. Der könnte vielleicht unser Mann sein. Es ist nur eine Scheißfigur. Wow. Okay, was machen wir jetzt? Hä? So groß ist das Gebiet doch gar nicht, wo man absuchen muss. Oh, ein Lagerfeuer, ne? Die Bolzen nehmen wir mit. Du suchst wen, richtig? Ja! Ja, helf mir! Woher weißt du davon? Das ist geheim. Aber für 1000 Glitzersteine helfe ich dir, den Mann zu finden, den du suchst. So viel zahle ich nicht. Dann 5000. Du hast keine Ahnung, wie man handelt, oder? Du musst mit dem Preis runtergehen, nicht hoch. Oh, dann will ich 5, genau. Du bekommst 10, wenn du mir wirklich hilfst. Wow, für mich allein? Abgemacht. Da hast du dein Elixit. Was wolltest du mir sagen? Mein Papa kennt den Mann, den du suchst. Was geht bei dem? Und, hat dein Papa auch einen Namen? Claro, aber den musst du raten, sonst macht's keinen Spaß. Na schön, gib mir einen Tipp. Er ist der wichtigste Mann im Krater. Baxter ist dein Vater? Der doch nicht. Mein Papa sorgt dafür, dass niemand verdurstet. Dann sprichst du von Mick, dem Wirt. Genau. Hey, du bist klug. Danke, Kleine. Du warst eine große Hilfe. Du darfst ihm aber nicht sagen, dass ich gepetzt habe. Sonst wird er wütend. Der Typ. Ehrenwort. Ich muss jetzt gehen. Bis irgendwann mal. Bis irgendwann mal. Oh, voll süß. Es war mir irgendwie klar, dass es doch der Wirt ist. Irgendwie war es mir... Lass mir klar. Nein, lass los. Lass los! So, das machen wir jetzt noch, bevor ich die Folge beende. Du hast gelogen. Du kennst Viper. Woher weißt du? Verflucht noch eins. Hat das Skör wieder geredet? Das geht dich nichts an. Nur Ärger mit der Kleinen. Na, warte. Fass sie an und du steckst in noch größeren Schwierigkeiten. Schon gut, beruhig dich, hier passiert nichts. Es ist nur so, wenn bestimmte Dinge in den falschen Hals geraten, geht es mir an den Kragen. Dann hat sie niemanden mehr, der sich um sie kümmert. Aber das ist meine Sorge. Reden wir von Viper. Ich arbeite für ihn, liefere ihm hier und da Zeug, erledige Gefälligkeiten. Nichts Großes. Ich will ihn treffen. Kannst du das arrangieren? Du verlangst ganz schön viel von mir. Er wird Fragen stellen. Was soll ich ihm sagen, wenn er den Grund des Treffens erfahren will? Er und ich haben einen gemeinsamen Freund, Skibor. Na schön. Ich werde es ihm ausrichten. Warte bis morgen Abend. Dann kann ich dir sagen, ob das Treffen stattfindet. Jawohl. Die Arbeit wird nicht weniger. Dann treffen wir uns in dem Fall morgen Abend hier wieder bei
Elex 2. Bis dahin wünsche ich eine schöne Zeit. Ich werde mal hier die Nacht verbringen. Oder auch nicht hier, sondern vielleicht der Stock hier oben drüber. Auf jeden Fall, vielen Dank fürs Einschalten und bis zur nächsten Folge.